Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Wir haben das letzte Mal hier in diese Bank investiert und werden jetzt auf unsere Einnahmen daraus warten. Und in der Zeit werde ich mal hier das Steckbriefchen abreißen, weil mich das nämlich stört. So. Zack. Sehr schön. Und dann werden wir heute mal in unserer Story-Quest weitermachen. Die ist ja hier, in der Engelsburg. Und ja, da werden wir jetzt einfach mal hingehen. Ja, wir werden laufen. Ups, so. Was macht er denn? Ja, jetzt so einfach mal runter. Danke. So. Dann schauen wir mal, dass wir da schnellstmöglich hinkommen. Upsa, so. Ja, aha. Hier scheint noch ein Schatz zu sein. So. Na, jetzt. Bitte den einmal einsammeln. Das wäre ganz lieb. Sehr schön. Saphir haben wir. Und ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass ein Bestandteil des Geschäftsauftrages, also einer der Schrumpfköpfe, die wir dafür brauchen, in der Kriegsmaschinenmission war. Oder in irgendeiner Mission, die wir auf jeden Fall schon gemacht haben, ist das gewesen. Und da wurde ich eben darauf aufmerksam gemacht. Und ja, wir werden die Mission natürlich nicht nochmal machen. Das ist ja Schwachsinn. Aber vielleicht werde ich das so alleine nochmal machen, um dann den Schrumpfkopf zu finden. Weil mir genau gesagt wurde, wo der ist. Und dann werde ich mal schauen, ob ich den bekomme. Wäre natürlich gut, weil dann können wir diesen Geschäftskrams da machen. Hier steht noch ein Borderturm. Den machen wir heute nicht. Oder ist der Typ genau da? Oh, ich erinnere mich, das war der ganz schwere. Der ganz schwere. Der ist ja Stufe 5 hier. Will hier ja gar nicht hin. Nee. Ich will den ja gar nicht machen gerade. Oder kann ich? Ne, soweit ich mich erinnere, ist der Typ da unten drinne. Und an den kommt man so leicht nicht ran. Moment. Gehen wir mal auf die andere Seite. So. Da brauche ich, wenn, dann alle drei Assassinen-Dinge. Weil der steht ja da unten. Und das machen wir jetzt nicht. Weil ich gar nicht alle Assassinen habe. Achso, von da kannst du... Oh Gott. Hallo! Sorry! Oh Gott. Oh Gott, der hat eine Axt. Ach du Scheiße. Was ist denn der andere jetzt? Da waren nur noch welche. Die klettern da oben rum, auch gut. Oh ja, super. Kommt noch alle. Nee, genau. Oh, das war dämlich. Ich wollte eigentlich nur da runter und dann sehe ich so, oh scheiße, da sind Wachen. Müssen wir mal ganz schnell irgendwie die ab... Ach, nee, ist klar. Oh, da sind noch welche. Shit. Ach, wir machen die jetzt einfach mal tot. Wieso zwei auf einmal? Hallo? So, der letzte ist weggerannt. Schön. Jetzt sind wir unsere Verfolger erstmal los. Toll. Dann
können wir uns ja jetzt daran machen, unsere Mission zu machen. Endlich. Oder wir gucken mal, weil jetzt sind ja die ganzen Wachen weg. Vielleicht kommt man jetzt einfach an den Voyager-Typ hier ran. Dann hätte meine Tollpatschigkeit ja wenigstens noch eine gute Sache gebracht. Ne, da stehen schon neue, oder? Ja, da sind überall schon neue. Ne, das lassen wir mal. So, über die Brücke dürfen wir im Prinzip auch nicht rüber. Weil Sperrgebiet und so. Und wir haben ja aber so ein schönes Bildchen. Naja, so war das. Ich habe wieder vergessen, wie man die benutzt, weil man die ja so selten benutzt. Da ist meine Mission. Boah, ich will aber nicht schon wieder in die Kack-Engelsburg rein. So. Ja, gut. Ihr kommt wegen des Gemäldes? Ja, Patricia. Hä? Nein, das ist doch gar nicht die Mission, die ich machen wollte. Das ist ja die wiederhergestellte Erinnerung, die ich gerade aus Versehen aktiviert habe. Die mit den Gemälden, die wir wieder beschafft haben, die will ich aber ja gar nicht machen. Will die hier machen? Hier das. Zack. Ja. Schön. Achso, jetzt habe ich es gar nicht vorgelesen. Moment. Ins Umfeld der Engelsburg eindringen und den Papst in den päpstlichen Gemächern konfrontieren. Nicht entdeckt werden. Wie immer. Hier ist nur eine Wache, oder? Wie ging denn das nochmal? Ah ja, das hier führt einen nämlich überall in die Irre. Hier muss man nämlich gar nicht lang. Und zwar gehen wir jetzt nochmal zurück. Oder so, ja, gut auch. Gut, Ezio. Fein. So geht's jetzt hier lang. Und dann nach oben. Und das war laut. Nein! Wo springst du denn hin, Trottel? Weißt du, erst springt er noch so, wie er soll, und dann danach aber direkt wieder nicht mehr. Mann! Wie machen wir das nochmal? Also, ich weiß ja nicht warum, aber eben ist er doch so gesprungen, wie er sollte. Das war doof. Weil einen anderen Weg gibt's ja nicht hoch. Wir müssen jetzt da lang. Na bitte. Geht doch. Zack. Wieso kriege ich dabei gesucht halt? Ich habe den doch gar nicht... Das hat doch keiner gesehen. So. Haben wir erstmal den nächsten Checkpoint gefunden. Was? Jetzt der nächste ist da hinten. Na, das haben die ja schlau gemacht. Ich wusste wohl nicht, wie ich hier lang gehe. Auch schön. Der ist hier oben. Hier ist hoffentlich keiner. Aha. Wer reitet denn da rein? Huch,
da hinten standen zwei, die standen da aber eben nicht. Seine Heiligkeit wartet oben in der Burg in seinen Gemächern. Geh mir aus dem Weg! Das ist doch... der verehrte Herr Borgia. Die Geheimtür finden. Witzig. Moment, bevor ich hier weitergehe. Gucke ich mal lieber ganz genau, wo jetzt das Ding ist. Okay, einmal auf der anderen Seite. Oh Gott, was macht der denn da? Und wieso hat mein Ezio auf Nahkampf gewechselt? Vielleicht sollte ich die da drüben erst wegmachen. Mal gucken, vielleicht hat der hier Armbrustmunition mit. Das wäre natürlich supi. Nee, natürlich nicht. Wie sollte es auch anders sein? Ich habe hier meine Assassinensiegel voll. Das heißt, wenn ich hier einen anvisiert kriege, kann ich die komplette Gruppe auslöschen. So. Das wäre es. Jetzt steht da nur noch einer. Das ist in Ordnung, damit kommen wir klar. Damit kann ich arbeiten. Ich würde ja jetzt... Ich schätze mal, die Geheimtür ist hier irgendwo oben, deshalb würde ich jetzt erstmal hier rüber. Hallo. Ja, der sieht mich gar nicht. Auch schön. Okay, da komme ich gar nicht hin. Aber wenn ich mich jetzt hier fallen lasse und dann einmal runter. So. Geht das? Nein, es geht nicht. Das ist jetzt schlecht, ne? Nee, nee. Sieh mich bloß nicht, du. Ach du Scheiße, es sind ja mehrere auch noch. Oh Gott. Der steht gerade da hinten. Und natürlich bewegt er sich genau dann. So. Kam auch das Geräusch, wie wenn man sich in Heu aufgefallen ist. Und natürlich hält er zu sich da nicht fest. Wie sollte es auch anders sein? Theoretisch können wir jetzt auch mal hier rumlaufen. Vielleicht sehen wir von hier... Oh Gott. Nein, lassen wir lieber. Kommt ja so eine ganze Truppe an. Scheiße. Wir sollten wieder nach oben. Schnell, schnell, schnell. Weil hier oben ist das Ganze doch um einiges besser. So. Vielleicht sehen wir von hier aus was. Ich glaube nicht. Es muss doch irgendwo einen Hinweis geben, wo man lang muss. Was ist denn der da hinten? Da. Tschüss. Und tschüss. Es ist mir ein Rätsel, ob das hier richtig ist. Aber es scheint richtig zu sein. Pfeilhagel verfügbar. Yippie. Wir müssen irgendwie da oben hinkommen und uns dann da unten hinfallen lassen. Die Frage ist nur, wie machen wir das? Ich bin gerade echt ein bisschen überfragt, wie man da hinkommt.
weil ich kann mich an dem Gitter da nicht festhalten. Aber wir wissen schon mal, wo die Geheimtür ist, aber wir müssen von der anderen Seite dahin. Das ist natürlich jetzt Kaka. Oh, ich nehme mal ein Medizin. Die wird doch schon weggeholt. Ach komm. Sterbt ihr halt nochmal, Leute. So, einer noch. Das wär's erstmal. Oh, bitte bleib da drauf. Oh Gott, danke. Den holen wir auch gleich weg. Nur zur Sicherheit. So. Wie ich hier alle weghole. Okay, Ezio. So war das nicht geplant, aber egal. Jetzt sind wir wenigstens hier unten. Unsere Reise beginnen. Nämlich hoffe ich einfach mal, dass das hier, nee, hier geht's nicht. Scheiße. Kommen wir denn jetzt dahin? Oh Gott. Ich übersehe wahrscheinlich wieder das Offensichtlichste und mach's hier total unnötig kompliziert. Das wird's wahrscheinlich sein. Wo ist der? Aha. Wer sagt's denn? Nein, komm schon. Sieht uns da der ein. Okay, er hat uns aber noch nicht komplett entdeckt. Okay. Ist das richtig? Nee, so rum ist wieder falsch, ne? So rum ist ja wieder falsch, meine ich. Wir können die ja trotzdem anvisieren und von unseren Assassinen wegholen lassen, meine ich. Geht's überhaupt weiter? So, mach du mal. Will nicht, dass der mich entdeckt. What the fuck? Sitzt du da an der Wand und schmeißt mit denen? Okay. Das sah ein bisschen unlogisch aus, ehrlich gesagt. Oh Gott, Ezio. Ich krieg jedes Mal einen Schock, wenn ich da den Befehl gebe, sich da festzuhalten. Oh, das geht gar nicht. Man kommt hier nicht weiter. Gut, dann auf nach da. So. Scheiße, ey. Das sieht alles immer so knapp aus und so. Nun aber. Haben wir Pfeilhagel, sehr schön. Ich gehe hier einmal gnadenlos außen rum. Ist mir jetzt scheißegal. Auch wenn es wieder total der Umweg ist. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie ich es sonst lösen soll. Ihr könnt mir das gerne sagen, wenn ich jetzt hier total den Mist mache. Aber, naja. Klettern ohne Anweisung. Ist das hier quasi. Weil ich ernsthaft nicht weiß, wie ich es sonst machen soll.
weil ich nicht gesagt bekommen habe, wie es geht. Normalerweise hat man beim Klettern ja immer so eine Anweisung, wo man jetzt als nächstes hin muss. Aber hier ist ja einfach nur gesagt, wo ich im Endeffekt hin muss. Und das bringt mir ganz ehrlich nichts. Aber wir sind da. Von daher weine ich jetzt mal nicht rum. Wir haben es geschafft, auch wenn es wahrscheinlich total schlecht gelöst ist. Aber egal. Ich verstehe das nicht. Ich hatte eine frische Ladung Cantarella bestellt. Es tut mir so leid, Signora. Der Papst hat es an sich genommen. Wo ist der Papst? Er trifft Cesare. Komisch. Er sagte mir nicht, dass Cesare zurückkehrt. Ja, Cesare ist aber gerade zurückgekehrt. Den habe ich nämlich gerade gesehen. Dieses Mädchen macht nichts als Ärger. Wäre ich nur beim Stalldienst geblieben. Was für eine Familie der Papst hat. Hier macht das so wenigstens ein bisschen Sinn. Hier muss ich klettern. Ich bin mir ja eben nicht mal sicher, ob das so sinnvoll war, was ich gemacht habe. Ob das überhaupt nötig war, diesen Umweg. Wow, jetzt jo. Dreht sich hier die Kamera einfach. Ich mag sowas gar nicht. In den Gräbern und so, wenn sich die Kamera dreht. Dreht? Wenn sich die dreht. Finde ich ganz schrecklich. Ja und nu? Vielleicht so? Bin ich noch richtig? Hier war ich doch gerade. Komm, ey. Wo muss ich denn hin? Da hoch oder was? Jetzt bin ich einmal im Kreis. Auch gut. Wenigstens habe ich dann jetzt soweit mitgekriegt, dass ich falsch war. Okay, da ist einer. Okay, da ist aber nicht noch einer. Doch, da ist einer. Ah, jetzt sind wir wieder in den Irrgarten. Hier drin habe ich auch keine Assassinen. Ja, ganz schnell, bevor der mich entdeckt. Oh, hier bin ich, glaube ich, sogar richtig. Krass. Ich finde nie direkt den richtigen Weg in diesem Gebäude hier. Ah. Oh, natürlich. Hallo? Stirbt er nicht nach einem Schuss? Krass. Wow, da ist noch einer. Ich nehme mal... Quatsch. Wurfmesser. Natürlich triff ich den nicht mal. Auch gut. Das ist schon mal nicht der richtige Weg. Da hoch. Hä? Muss ich das Bücherregal erklimmen? Witzig. Nein! Oh Gott, der hat eine Shotgun. Boah, das war schlecht. Die Typen ziehen ganz schön viel. Der hat ja auch eine. So. Die war schnell kaputt machen. Muss ich jetzt schon wieder raus? Nee, oder?
Nein! Was machst du denn? Machen wir das halt so. Wenn du nicht willst, Ezio. Wie er sich da festhält. Witzig. Ich weiß gerade überhaupt nicht, was wir hier überhaupt machen. Aber eigentlich haben wir den Klettersprung. Was? Das war's? Das war die Mission? Nur wenn sie eine Scheißkalter entdeckt hat. Oh nein. Ich weiß nicht, was du meinst. Mein Geld! Meine Truppen! Fort! Wir alle kennen finanzielle Nöte. Auch die mit einem Heer. Habt ihr vor, mir Geld zu geben? Nein. Nein, hab ich nicht. Dann nehme ich den Edensplitter, um zu kriegen, was ich will. Ich brauche eure Hilfe nicht. Das gabst du mir eindeutig zu verstehen. Bist du dir im Klaren, dass der Baron de Valois tot ist? Das waren wir. Habt ihr? Welchen Grund könnte ich haben, ihn töten zu lassen? Hat er sich gegen mich verschworen? Mit meinem brillanten, treulosen Generalhauptmann? Das muss ich mir nicht anhören! Die Assassinen ermordeten ihn. Warum hieltet ihr sie nicht auf? Als könnte ich. Es war nicht meine Entscheidung, Monteriggioni anzugreifen, es war deine. Es ist höchste Zeit, dass du Verantwortung für deine Taten übernimmst. Meine Leistungen! Trotz der ständigen Einmischung von Narren wie euch! Du gehst nirgendwo hin. Ich habe den Edensplitter. Geht mir aus dem Weg, alter Mann. Ich gab dir alles. Und doch ist es nie genug. Cesare! Er will dich vergiften! Oh oh. Du hörst ja nicht auf die Vernunft. Vater, erkennt ihr denn nicht? Ich habe die Kontrolle. Wenn ich leben will, lebe ich. Was ich mir nehmen will, nehme ich. Und will ich euren Tod, sterbt ihr! Wo ist der Edensplitter? Halt! Ich weiß, wo er ist. Und du sagtest mir nicht, dass er ihn hat? Cesare, ich bin's, deine Königin. Du bist meine Schwester, mehr nicht. Wo ist er? Du hast mich nie geliebt. Wo ist der Apfel? Sag es! Tja! Sag's mir! Schneller als Cesare den Edenapfel erreichen, niemanden töten. Ach du Jemine. Nun gut, Cesare. Ich komme durch das Feld. Ich will den Apfel! Egal. Tue ich dir weh. Gib mir den Apfel. Er gehört mir, nicht dir. Ich will den Apfel. Nein, lass mich doch mal hier hoch. Alter. Ja. Tue ich dir. Nein! Gib mir den Apfel! Er gehört mir, nicht dir! Schnell! Oh Gott, ey. Und wohin jetzt? Ich sehe nicht. Tue ich dir weh. Gib mir den Apfel! Er gehört mir, nicht dir! Ich will den Apfel! Ja, pf, genau. Tue ich dir weh. Gib mir den Apfel. Er gehört mir, nicht die weise Entscheidung, kleine Schwester. Puh, wir haben niemanden getötet. Boah, ey. Das war aber gerade was. Ich musste gerade echt dem Drang widerstehen, mich da zu wehren. Ich weiß, wo der Bastard hin will. San Pietro. Der Pavillon im Innenhof. Hab Dank.
Die Burg durch den Vordereingang verlassen. Ich schätze mal, dürfen wir immer noch niemanden töten? Nein, wir dürfen immer noch niemanden töten. Gut, dann heißt es jetzt einfach durchsprinten, würde ich sagen. Hier geht es schon mal nicht lang. Schade. Alter! Wo ist denn hier der Ausgang, bitte? Hier oder was? Okay. Assassino! Hallo! Um dich kümmere ich mich später. Ja, ja, genau. Als ob du mich einsperren könntest, hallo? Ich habe jetzt längst einen Fluchtweg gefunden. Obwohl ich da gerade nicht lang kann. Aber wir schaffen das. So. Hui! Wir dürfen niemanden töten? Nein, lass mich in Ruhe. Ich will dich nicht töten, Junge. Lass mich doch einfach in Ruhe, Junge. So, was ist jetzt auf Zeit? Was muss ich denn tun? Ah, da, da! Oh Gott. Nö, hast du nicht. Pff. Wir haben nichts getötet. Boah, lasst mich doch mal in Ruhe. Wir haben genug Medizin, um das auszuhalten. Wir müssen nur irgendwie hier durchkommen. Durch die vielen Leute. Oh, jetzt kommen auch noch die Singer. Ja. Höchstens daran scheitern, dass die uns die ganze Zeit hier aufhalten wollen. Und dass es immer mehr werden und mehr und mehr und mehr und mehr. Und ich weiß überhaupt nicht, wo ich langlaufen muss. Mein Hintern gehört mir. Mein Hintern gehört nie dir. Wie? Wo lang? Ach du Scheiße. Ah, da kann ich ja rein. Sag mir das doch einer, dass das offen ist. Anonym werden? Seid ihr bescheuert? Dafür muss ich doch töten. Nee, ist klar. Oh, nee. Hey, ja. Hilfe! Hilf mir doch! Nein, wieso? Warum? Das ist doch Kacke. Ich muss die jetzt töten. Mir fällt gerade nichts ein, wie ich das sonst machen sollte. Weil die sind zu schnell. Ja, dann auf. Einer nach dem anderen, bitte. So. Ist mir jetzt egal. Ich weiß nicht, wie ich das sonst machen soll. Tut mir leid. Scheiße. Wir müssen mal schneller machen. Wir
nun gleich keine Zeit mehr. Scheiße. Hallo! Macht schneller, bitte. Nein, das schaffen wir nicht mehr. Weil die mal ausweichen. Sind die auch kacke? Ja, ist jetzt auch egal. Schön. Boah, wie soll das denn gehen? Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Tschüss. Nö. Lasst mich in Ruhe. Ich halte hier garantiert nicht an. Pack. Zack. Jetzt? Nix jetzt. Warum, wo auch immer die jetzt herkommen. Ich habe eben niemanden gesehen, ne? Nein, Ezio, du bist so ein Idiot. Du, stell dir vor, ich sehe mich auch, aber... Nein! Oh nein, da ist der eine schon wieder. Oh. Ja, komm. Haben wir jetzt eh die Synchronisation schon verkackt? Nee, das ist mir zu doof. Ernsthaft. So ein Scheiße. Wie soll das denn gehen? Kann mir einer mal sagen, wie man hier anonym werden soll bei den vielen? Nix jetzt, hör auf. Die ganzen Schnellen. Greift mal an. Ja, mach. Die kann man nur mit Kontern töten, weil die ausweichen können. Lass mich los. Macht mal ein bisschen schneller, ihr seid mir zu viele. Du hältst doch nichts aus, Junge. Meine Dingsreihe! Attentatsserie for the win! Oh, wir haben noch eine Minute! Nein, jetzt sag dich, da kommt noch mehr. Oh, ich weine gleich. Kein Ausweg mehr, Strunzo. Ich weine gleich echt. Nein, ich werde garantiert nicht anonym, um den Scheiß hier zu beenden. Oh.
Das mache ich im nächsten Part weiter. Der Part ist jetzt schon wieder viel zu lange. Also, ciao Leute und bis zum nächsten Mal.